Joe, zeig dich. Gib mir ein Zeichen. Bojo. Bist du bekloppt, ey. Gib mir ein anderes Zeichen. Moin Leute und herzlich willkommen zurück im Willow Street House. Dem Haus lustiger Ereignisse. So, Strom ist in der Garage, dein Part. Lassen Sie einen Geist durch Salz wandern, hindern Sie den Geist mit einem Kruzifix daran, Sie heimzusuchen. Reinigen Sie den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen. Joe. Der Geist heißt Joe Holland? Dieser Geist scheint nur auf Personen, die alleine sind, zu antworten. Sehr gut. Okay, das sollte uns erstmal Informationen genügen. Kommen wir rein? Kann ich erstmal meine ganzen Sachen nehmen? Ja klar, kannst du. Joe. Endlich mal ein richtig easy Name. Ja, den hast du doch eingesteckt. Nein. Hab ich den eingesteckt? Klar. Nein. Bin ich jetzt doof? Hey, doch, ich hab den nicht eingesteckt. Das Gefühl, die verarscht mich. Wo war der Stromkasten? Hier, in der Garage. Joe Holland, gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Oh, hier sind die Tarotkarten. Hier im Badezimmer ging die Tür auf. Joe, bist du hier? Tarotkarten. Joe, gib mir ein Zeichen. Joe. 19 Grad. Da muss der hier im Flur sein, weil wir haben... Er hat hier die Tür aufgemacht und wir haben... Ja, leuchtet da noch hin, ey. Mann, du bist so doof. Joe, bist du hier? Joe, gib mir ein Zeichen. Joe? Yo, Joe. Joe Holland. Hieß der Holland? Ja. Hier ist der Knochen. Joe, gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Bist du hier? Joe? Bist du hier im... Ja, bist du hier? Joe, wo bist du? Ja, nicht im Keller, ey. Der PC ist an. Au, wow. Das wusste ich noch gar nicht. Joe, bist du hier? Joe... Ist halt alles nicht so berauschend hier mit der Temperature. Joe? 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 Bist du im Keller? Ja, aber hier ist nix. Joe? Doch im Badezimmer. Er ist doch im Badezimmer. Ja? Ja, der Schlingel, da waren eben 10 Grad. Der Schlingel, sagt er. So, dann holen wir mal Kamera, Dotzprojektor, Kruzifixen. Ich ziehe keine Tarotkarten. Sterbe ich wieder. Kommt wieder der Geist bis nach draußen. Verprügelt mich. Erstmal das Kreuz, weil es ein kleines Bad ist und eine Kamera. So, wir haben abgemacht, dass wir uns diese Runde nicht pranken werden. Das heißt, wir werden beide surviven. Ist ja klar. Profi-Geisterjäger. So, ich habe hier noch eine Kamera. Kamera steht. Brauche noch Dotzprojektor. Buch. Wieso haben wir eigentlich so wenig Equipment? Die hat sich gar nicht wieder voll zugestopft, ne? Ne, hat sie nicht. Hat sie nicht, hat sie nicht. Das ist ja ärgerlich.
Gehst du so chillig raus? Nee, ich bin so. Mega entspannt, voll lässig. Nicht schlecht. Kannst du eine Kamera mitbringen? Wir haben dreckiges Wasser. Taste nicht gefunden. So. UV. Nix. Kann man hier am Wasserhahn? Auch nicht. Spiegel sowieso nicht. Fenstermäßig ist nix. Fingerabdruck. Da, kannst du auch noch ein Foto machen an der Tür? Toll, und ich habe die ganze Zeit Perfekt. meine Taschenlampe mitgehabt und keine Fingerabdrücke. Jetzt habe ich die weggepackt. Ja, vielleicht war der vorhin auch schon an der Ecke irgendwie. Aber ich habe geguckt gehabt. Oder der war auf der anderen Türseite. Dass man den deswegen nicht gesehen hat. Ich habe ein Foto von meiner Maus hier aufgestellt, damit das ein bisschen gemütlicher ist hier im Homeoffice unterwegs. So, Kamera. Was brauchen wir? Hä? Was haben wir noch für Quest? Räucherstäbchen und Kruzifix. Kruzifix haben wir. Kamera hat sie auch eine drinne. Mal das Ding hier nochmal anschmeißen. Hier draußen hört man gar nichts. Tür, ob hier auch ein Fingerabdruck ist. In der Kellertür. Die Taschenlampe ist im Bad. Ja, okay, er hat mit mir gesprochen, aus dem Badezimmer heraus. Hier Aus ist schon wieder dem Fingerabdruck. Badezimmer heraus. Du hast das Waschbecken schon fotografiert, ne? Ja. Hallo, Herr Geist. Herr Geist vor allem. Herr Joe. Ach, das ist das Thermometer hier auf dem Mülleimer. Ich dachte gerade, hier liegt eine Knarre. Joe Holland. Joe. Joe Holland. Sprich, Joe Holland. So, was haben wir für Beweise denn bis jetzt? Wir haben Fingerabdrücke. Fingerabdrücke. Das war's. Ja, das war's ja. Nice. Hast du den EMF hier drinne? Nee, haben wir noch gar Minustemperaturen, wir haben nicht. Minustemperaturen. Echt? Dann kann es auch wieder der Mimik sein. Wo ist das Buch? Buch ist hier. Schreib in das Buch. Sonst kann er halt noch brabbeln. Warte mal, was haben wir denn noch? Buch, brabbeln. Dots und Orbs, ne? Theoretisch. Nahantu und Dämon. Dämon ist das Buch. Djinn. Der Djinn ist IMF. Oh, stimmt, den haben wir ja auch noch. IMF, Orbs oder Buch oder Box. IMF, Orbs, Buch oder Geisterbox. Kurz über die Kamera und dann bringe ich gleich den EMF. So, ich habe mal Licht ausgemacht im Wollte ich Bad. denn für den Abend in der Badezimmer? Ich
Ich habe Licht ausgemacht, damit du die Orbs besser. Das ist ein falscher Knopf. Ich habe Licht ausgemacht, damit du die Orbs besser siehst. Schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Das war natürlich da. Schreib ins Buch. Gänsehaut. Hier, ich helfe dir beim Abräumen. So. Das haben wir erledigt. Zufrieden? Jetzt schreib ins Buch. Können wir dir helfen? Brauchst du Hilfe? Du hässliche. Schreib ins Buch. Liegt auf der Toilette. Was waren das noch? IMF, ne? Wo ist der? IMF hast du ja noch bei dir, ne? Hat sie ja, glaube ich, gesagt. Schreib ins Buch. Brauchst du Hilfe? Guck mal den IMF. Da hast du bestimmt kein Foto von. Da ist, glaube ich, jemand geflogen. Gut, dann baller ich mich jetzt mal voll. Orbs kann ich nicht sehen. Jetzt hängt es an mir. Ich muss das Rätsel alleine lösen. IMF. Der ganze Kram liegt hier. Bupp, weg, Vase. Okay. Also, IMF5, ja? Oder die Box. Ah, das ist halt alles immer so ein Kram, der so lange dauern kann. Bis da wirklich was kommt. Schreib ins Buch. Was habe ich denn noch? Die Kamera. Brauche ich nicht mehr. Schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Kannst du mit mir reden? Bist du hier? Joe. Weiblicher Joe. Weiblicher Joe. Siehst du Joe? Ja. Yo. Yo, Joe. Kannst du mit mir reden? Hallo? Joe? Joe? Joe, kannst du mit mir reden? Schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Joe, schreib ins Buch. Joe, zeig dich. Gib mir ein Zeichen. Mutio. Bist du bekloppt, ey? Gib mir ein anderes Zeichen. Zwei. Gott, habe ich mich erschrocken. Jetzt schon alles, ja. IMF2. Joe, gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Gib mir ein Zeichen.
Alles klar. Das brauche ich nicht mehr. Okay. So. Beweise. IMF5 und damit haben wir einen Djinn. Abfahrt! Wir haben den Fall alleine gelöst. Mann, sind wir krass. Ein Foto meiner Maus. So, und jetzt kommt's Mimik. Verarscht. Es war ein Djinn. Nicht anders zu erwarten. Ja, wir wurden zwar alleine gelassen, aber wir haben den Fall trotzdem gelöst. Eine recht ruhige Runde, entspannte Runde. Ich hoffe, sie hat trotzdem Spaß gemacht. War mal was anderes. Ein bisschen beruhigend. Kann man sich abends reinziehen zum Einpennen oder so. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.